Hallo und herzlich willkommen heute hier am Krypto-Sonntag mit unserer Folge Nummer 11 in den Basics. Und wir beschäftigen uns heute mit den Begriffen im Krypto-Space. Doch vorweg natürlich, meine Inhalte hier sind nicht als Finanzberatung zu verstehen. Ich möchte lediglich die Technologie und Vorteile dieser aufzeigen. Damit starten wir auch direkt in unseren ersten Begriff, dem sogenannten FOMO, dem Fear of Missing Out. Der Angst, etwas zu verpassen. Und das kennt der ein oder andere vielleicht, wenn er sich dann denkt, da muss ich jetzt investieren, ansonsten verpasse ich das Ganze. Aber ich kann euch immer so sagen, emotionale Gefühle oder sonstiges sind eine schlechte Idee, wenn es darum geht, euer Geld zu investieren. Deswegen handelt immer objektiv und nach eurem eigenen Empfinden. Ja, also das heißt nicht, was andere euch vorleben oder sonstiges, sondern macht eure eigenen Recherchen dazu. Der nächste Begriff, ziemlich weit verbreitet, das sogenannte Hodl oder Hodling, das ist Hold on for dear life. Das wäre die Geschichte dazu. Das Ganze gibt es allerdings auch eine andere Geschichte, wo es eigentlich ein Hold sein sollte. Das hat derjenige sich verschrieben. Wir nehmen es aber jetzt hier an als Hold on for dear life, also das Festhalten für das liebe Leben. Und das ist ja auch meine Devise bei dem Ganzen. Das heißt, ihr investiert jetzt eure Zeit, euer Kapital, was ihr übrig habt, jetzt im Moment und werdet dann später dafür eure Belohnung bekommen. Wir gehen zum nächsten Begriff. Das ist das sogenannte FUD, das Fear, Uncertainty and Doubt, also Angst, Unsicherheit und Zweifel. Die werden gerne mal von dem einen oder anderen in diesem ganzen Crypto-Space auch vorangetrieben. Das heißt, die Leute schreiben irgendwelche Sachen, die euch genau dieses Gefühl geben und ihr dann eventuell sogenannte Panic Sales macht. Die Panic Sales habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, weil das selbsterklärend ist. Das heißt, ihr verkauft aus einer Panik heraus. Ganz schlecht. Wir gehen weiter mit dem nächsten Begriff. Das ist das ATH oder das All-Time-High. Das heißt, es ist das Allzeithoch, was wir zum Beispiel auch die ganzen letzten Tage bei Ethereum sehen. Wo wir uns immer im Allzeithoch befinden. Beim Bitcoin hatten wir das vor ein paar Wochen mit den 64.000 US-Dollar. Momentan sind wir so in der Grenze bei 54.000 US-Dollar. In welche Richtung, 57.000, Entschuldigung, in welche Richtung das geht, das werden wir erst in den nächsten Tagen oder Wochen erfahren, ob es dann wirklich steil nach oben geht bis zu meiner Schätzungen, die ich abgegeben habe, wo wir so bei 110.000 bis 130.000 US-Dollar liegen oder ob wir nochmal eine Korrektur vorhersehen, die sich nach unten bewegt. Denn das hatten wir ja auch über die Bitcoin-Zyklen erwähnt bereits. Wir gehen in den nächsten Begriff und das ist das sogenannte DeFi oder Decentralized Finance. Beim Decentralized Finance könnt ihr euch das so vorstellen, es ist eine Verbindung von klassischen Finanzkonzepten und Produkten wie das Bankenwesen, allerdings alles auf der Blockchain und dezentralisiert. Da ist Ethereum auch einer der Plattformen oder der Blockchains, die da sehr viele Anwendungen für bereithalten. Und auch Swissborg, wie ich in meinen vergangenen Videos ja schon erwähnt habe, benutzt viele Decentralized Finance Strukturen, zum Beispiel fürs Smart Yield. Der nächste Begriff ist DYOR, Do Your Own Research. Das ist das, was ich auch immer wieder predige, das Informieren, Nachdenken und Handeln in diesem Zusammenhang. Der nächste Begriff wäre Mooning oder wie ich das auch beim letzten Mal beim CHSB-Token gesagt habe, To the Moon. Das ist eigentlich nur, dass der Preis in die Höhe steigt. Das ist der Vergleich Erde, Mond, Raumfahrt, die Sachen, die damit zusammenhängen. Im nächsten Begriff Fiat hatten wir schon erwähnt in unserem ersten Video. Das ist das von der Regierung ausgegebene Geld oder die ausgegebene Währung in diesem Fall. Und dann haben wir den nächsten Begriff mit Whale oder Wal. Das ist jemand mit einer sehr großen Menge an Kryptos. Und in der Vergangenheit war das halt auch so oder immer noch bei der ein oder anderen Kryptowährung, können diese Wale eben auch die Preise sehr stark beeinflussen. Deswegen gibt es da auch ganz spezielle Twitter-Accounts, die zum Beispiel Whale-Movements, also die Bewegungen von Token, Wallets, wie auch immer, wie man das sagt, unter Beobachtung haben und da dann eben auch die Informationen rausgeben, falls da wie was bewegt wird. Wir starten weiter zum nächsten Punkt. Das ist das Bullish, was ich ja auch schon das eine oder andere Mal erwähnt habe. Wenn ich gesagt habe, hier bin ich sehr bullisch unterwegs, das ist die Erwartung, dass der Preis steigen wird. Das Gegenteil dazu ist das sogenannte Bearish. Also wir haben einmal die Bullen und die Bären am Markt.
Das Bearish ist die Erwartung, dass der Preis sinken wird. Und das Ganze kann man sich auch immer so vorstellen, wenn man sich den Chart anschaut, sieht man immer eine Bullenphase und einen sogenannten Bärenmarkt. Ja, das hatten wir zum Beispiel in 2018 sehr stark und dann auch in den Folgejahren 2019, 2020, bis dann der nächste Bullenmarkt wieder aufgekommen ist. Unser nächster Punkt hier ist das sogenannte Pumpen oder Pump. Das ist die Preiserhöhung einer Kryptowährung. Das hatten wir zum Beispiel beim Dogecoin in der letzten Zeit, dass der sehr stark gepumpt worden ist. Vorwiegend auch durch Social Media und Twitter-Einträgen von Elon Musk und anderen. Aber da hatte ich ja schon gesagt, aufpassen, gerade bei solchen Kryptowährungen, die sehr stark gepumpt worden sind, die können nämlich anschließend auch wieder gedumpt werden. Da sind wir beim nächsten Begriff, der Dump, also der Preissenkung einer Kryptowährung. Und wir springen auch direkt nächstens weiter zum NFT, der sogenannte Non-Fungible Token, also der nicht austauschbare Token. Der ist jetzt auch derzeitig in aller Munde und wird gegebenenfalls auch in der nächsten Zeit noch extremer werden. Also da denke ich, dass wir da auch einen nächsten Hype erleben werden, weil gerade die Musik- und Künstlerindustrie da sehr stark daran interessiert ist, weil damit nicht nur Kunstwerke oder Musikstücke tokenisiert werden können, also auf der Blockchain abgebildet werden können, sondern eben auch Rechte vergeben werden oder eben auch echte Wertgegenstände aus unserer realen Welt als Token abgebildet werden können. Der nächste Begriff hier, Altcoin, bezeichnet im Prinzip alle Kryptowährungen und Token neben Bitcoin. Ja, also wir haben immer Bitcoin als Leitwährung, würde ich das mal fast bezeichnen, und alles andere ist ein sogenannter Altcoin. Dann habe ich hier aufgenommen, ETH steht für Ethereum, auch eine der Kryptowährungen, die ich im Advanced demnächst nochmal behandeln werde. Ob das jetzt am Mittwoch schon sein wird, weiß ich noch nicht, da muss ich mal schauen. Was ganz wichtig ist bei Ethereum wäre auch die sogenannten ERC20 Token. Ja? Also die bestehen auf der Ethereum-Blockchain und sind das Standardprotokoll für Token. Das ist ganz interessant, weil wenn ihr einen Token habt, der ERC20 fähig ist, ist der auch zeitgleich auf jeder Ethereum Wallet abspeicherbar. Ja, also das ist auch ganz wichtig. Als allerletzten Punkt habe ich hier heute aufgeführt den sogenannten Shitcoin, also eine Kryptowährung oder ein Token ohne Nutzen und Wert. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen und da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, wenn man da investieren möchte. Natürlich sind da extreme Kurssprünge nach oben möglich, aber eben auch nach unten. Und ich möchte euch hier nichts empfehlen, wo ihr euer Geld verbrennt, sondern langfristig investieren und etwas für eure Zukunft tun. Ich würde mich noch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und vielleicht die Glocke aktiviert. Das wäre super schön, da würde ich mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns am Mittwoch wieder, wenn es dann zu den Advanced Teil 2 geht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis Mittwoch. Danke, ciao.